Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Sehen Sie, wie Sie Daten von RAID 6 auf dem Synology SC407 NAS wiederherstellen können. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihre Daten sichern, versehentlich gelöschte Daten aus der Sicherung wiederherstellen, was Sie tun können, wenn Sie keine Sicherung haben und wie Sie Ihre Dateien von einem nicht funktionsfähigen NAS wiederherstellen. Synology NAS ist eines der bekanntesten und am häufigsten verwendeten NAS-Geräte. Die Produktpalette ist umfangreich und bietet eine Lösung für jeden Speicherbedarf. Die Auswahl reicht von kompakten Desktop-Modellen bis hin zu großen NAS-Geräten. Alle Speichergeräte sind zuverlässig und einfach zu verwalten. Und mit der RAID-Technologie ist die Fehlertoleranz gewährleistet. Wie jedoch viele ältere Geräte verwendet werden, werden wir uns ansehen, wie Sie Ihre Daten wiederherstellen können, wenn Ihr Synology NAS ausfällt. Um eine zuverlässige Speicherung auf dieser Art von Speicher zu gewährleisten, ist es möglich, ein RAID zu erstellen. Es wird empfohlen, RAID Level 5 oder 6 zu verwenden, um eine maximale Fehlertoleranz des Laufwerks zu gewährleisten. Um ein RAID zu erstellen, öffnen Sie die Systemsteuerung des Geräts. Wenn Sie es zum ersten Mal konfigurieren, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie auffordert werden, das Volumen zu erstellen. Oder öffnen Sie das Menü Speichermanager. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche Erstellen. Wählen Sie die Erstellungsart schnell oder Benutzer definiert weiter. Wählen Sie dann ein oder mehrere Volumes auf dem Array aus. Wählen Sie die Festplatten aus, die das zukünftige RAID bilden sollen, weiter. Es wird ein Warnfenster angezeigt, in dem Sie darauf hingewiesen werden, dass alle Daten auf den Festplatten gelöscht werden. Klicken Sie zur Bestätigung auf Ja. Als nächstes müssen Sie den RAID-Typ festlegen und angeben, ob eine Festplattenvalidierung erfolgreich ist. Überprüfen Sie die angezeigten Informationen für das künftige Array und drücken Sie zur Bestätigung Apple. Dadurch wird der RAID-Prozess gestartet. Um das neue Volumen zu verwenden, muss man warten, bis die Initialisierung abgeschlossen ist, was eine ganze Weile dauert. Sobald diese Initialisierung abgeschlossen ist, muss nur noch ein neuer Netzwerkordner erstellt werden. Danach können Sie den Speicher zum Schreiben von Dateien verwenden. Es wird empfohlen, wichtige Dateien zu sichern, damit sie nicht verloren gehen. Um eine Sicherung eines Ordners zu erstellen, öffnen Sie das Menü und starten Sie Sicherung und Wiederherstellen. Klicken Sie im daraufhin angezeigten Fenster auf Erstellen, Weiter. Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Sicherungsziel und einen Zielordner aus. Und bestätigen Sie mit Übernehmen. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Wenn Sie versehentlich gelöschte Dateien wiederherstellen müssen, laden Sie die letzte Sicherung hoch. Sie sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die Sicherung den Zustand der Ordner zu dem Zeitpunkt wiederherstellt, zu dem die Sicherung erstellt wurde. Erstellen Sie vor der Wiederherstellung eine Sicherungskopie des aktuellen Zustands, damit Sie keine Änderungen verlieren, die nach der Sicherung vorgenommen wurden. Um eine Sicherung wiederherzustellen, öffnen Sie Sicherung und Wiederherstellen Backup and Restore und klicken Sie auf Wiederherstellen Restore. Markieren Sie den Ordner, dessen Zustand Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter und Apple zur Bestätigung.
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, werden alle nach der Sicherung gelöschten Dateien wiederhergestellt, aber auch die nach der Sicherung hinzugefügten Dateien werden gelöscht. Wie kann ich Dateien ohne ein Backup wiederherstellen und was mache ich, wenn mein RAID zerstört wird? Wenn Sie feststellen, dass Sie versehentlich Dateien von Ihrer Netzwerkfestplatte gelöscht haben und Sie keine Sicherungskopie haben, benötigen Sie ein spezielles Programm, um die Dateien wiederherzustellen. Falls Sie den Zugriff auf RAID-Daten aufgrund eines ausgefallenen Geräts, eines falsch konfigurierten oder wiedergestellten RAIDs, versehentlich gelöschter Dateien oder formatierten Laufwerke verloren haben, laden Sie die Datenwiederherstellungssoftware Hetman RAID Recovery herunter. Hetman RAID Recovery unterstützt alle gängigen Dateisysteme und RAID-Typen. Schalten Sie Ihr NAS aus und entfernen Sie alle Festplatten, bevor Sie den Wiederherstellungsprozess starten. Achten Sie auf die Reihenfolge, in der Sie eingebaut werden, damit Sie später nicht durcheinander geraten, empfiehlt es sich, sie zu nummerieren. Schließen Sie dann alle Laufwerke über USB oder SATA an Ihren Windows-PC an. Wenn Ihre Hauptplatine nicht über genügend Anschlüsse oder Stromverbindungen verfügt, verwenden Sie Adapter und Erweiterungen, wie sie auf dem Bildschirm zu sehen sind. Wichtig ist, dass Sie alle Laufwerke gleichzeitig anschließen, es sei denn, Sie verwenden RAID, bei dem Sie ein oder mehrere Laufwerke anschließen können. Im Falle von RAID 6 ist es möglich, zwei Festplatten aus dem Array auszuschließen, da die verbleibenden Festplatten funktionstüchtig sein müssen. Wenn Sie nicht überprüfen können, ob die Laufwerke funktionsfähig sind, schließen Sie alle Laufwerke an, aus denen das RAID bebildet wurde. Die Software scannt automatisch das Laufwerk und baut das ausgefallene Array wieder zusammen. Am unteren Rand des Programmfensters werden detaillierte Informationen über das Feld angezeigt. Um alle Array-Parameter anzuzeigen, öffnen Sie die Festplatten eingeschalteten. Um nach verlorenen Dateien zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und dann auf Öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse aus. Es wird empfohlen, zunächst einen Schnellscan durchzuführen, der dieser wenige Zeit in Anspruch nimmt und Ihnen in den meisten unkomplizierten Situationen hilft, Daten wiederherzustellen. Öffnen Sie den Ordner, in dem die Informationen, die Sie wiederherstellen möchten, gespeichert waren. Markieren Sie alle gewünschten Dateien und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie den Speicherort und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, werden alle Dateien in dem von Ihnen angegebenen Verzeichnis angelegt. Wenn die Software die benötigten Dateien nicht finden kann, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Gehen Sie dazu zurück ins Hauptmenü, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und wählen Sie Re-Analyse, vollständige Analyse, geben Sie den Dateisystemtyp an und deaktivieren Sie dann Häkchen bei Inhaltssuche, um die Suche zu beschleunigen. Wenn ein Fehler auftritt oder Sie den Zugriff auf das Laufwerk verlieren, versuchen Sie nicht, das Array neu zu erstellen, wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun. Die Wiederherstellung oder neue Konfiguration kann die verbleibenden Informationen auf dem Laufwerk vollständig löschen, sodass die Wiederherstellung möglicherweise nicht erfolgreich ist. Es wird empfohlen, die Festplatten so schnell wie möglich aus dem Speicher zu entfernen und den Prozess der Datenwiederherstellung mit einem Wiederherstellungsprogramm zu beginnen. Wenn Sie eine ICC-SI-Verbindung verwenden und versehentlich Dateien von Ihrem NAS-Laufwerk löschen und diese nicht mehr in Papierkorb sind, können Sie Ihre Daten möglicherweise mit Hetman Partition Recovery wiederherstellen. Im Falle einer normalen Löschung von einem vernetzten ICC-SI-Laufwerk müssen Sie die Laufwerke nicht auf dem NAS entfernen und an Ihren PC anschließen, um ein RAID zu erstellen. In diesem Fall reicht es aus, das Laufwerk zu scannen und die gewünschten Dateien wiederherzustellen. Hetman Partition Recovery identifiziert das ICC-SI-Netzlaufwerk als physisches Laufwerk sowie das Computersystem, was bedeutet, dass Sie in der Lage sein werden, versehentlich gelöschte Daten davon zu scannen und wiederherzustellen. Zur Wiederherstellung klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk Öffnen
wählen Sie der Analyse aus und warten Sie, bis sie abgeschlossen ist. Navigieren Sie zum Ordner, in dem Sie die gelöschten Dateien gespeichert haben und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wenn Ihr NAS ausfällt oder Dateien versehentlich gelöscht werden, sollten Sie so schnell wie möglich Maßnahmen zur Datenwiederherstellung ergreifen, da die weitere Nutzung des Arrays zu einem unwiederbrechlichen Datenverlust führen kann. Stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, sobald Sie Anzeichen für einen Ausfall oder Datenverlust feststellen. Falsche Maßnahmen können zu weiteren Schäden am defekten NAS-Laufwerk führen und die Chancen auf eine Datenwiederherstellung verringern. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.